Ihr könnt euch jetzt echt freuen, falls ihr diesen besitzt, dann habt ihr einfach einen mega, mega seltenen Skin in eurem Spind. Also da könnt ihr euch dann echt freuen. Yo, was geht ab, Leute? Und heute habe ich für euch genau 5 Fortnite-Skins, die höchstwahrscheinlich in naher Zukunft echt selten werden. Man weiß natürlich nie, ob dieser Skin irgendwann wieder in den Shop kommt oder nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich hier eine ganz plausible Liste habe von 5 Skins, die man höchstwahrscheinlich in naher Zukunft nicht so oft, ja, antreffen wird. Und wenn du jetzt noch neu auf meinem Kanal bist, habe ich tatsächlich für dich noch eine kleine Challenge. Und zwar schaffst du es, meinen Kanal genau in 3 Sekunden zu abonnieren. Falls ja, dann schreibst du mir doch gerne mal mit Hashtag Glockengang hier runter in die Kommentare. Und wenn du mich jetzt noch kostenlos in Fortnite unterstützen möchtest, kannst du dies ab jetzt auch im Fortnite-Gegenstand-Shop machen. Bei Unterstützer und Creator musst du dort einfach nur meinen Tag FAR-Gaming alles groß und zusammen eingeben und dann unterstützt du mich einfach kostenlos mit jedem getätigten Kauf im Fortnite-Gegenstand-Shop. Ich möchte auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden, sondern jetzt direkt hier mit dem Video starten. Let's go! Das ist jetzt auch ein Video, was ich so noch nie auf meinem Kanal gebracht habe. Falls ihr Bock auf einen Teil 2 habt, dann schreibt es mir doch gerne mal runter in die Kommentare und schlagt mir einfach mal Skins vor, von denen ihr denkt, dass die in naher Zukunft auch selten werden. Schreibt es mir mal gerne runter in die Kommentare und vielleicht, falls dieser Teil 1 gut bei euch ankommt, hau ich noch einen zweiten Teil 2 raus. Genau, da muss ich ganz dringend los. Damit, bist du verblödet oder bist du verblödet? Lass die Fensterscheibe unten! Ich versuche gerade die Leute zu begrüßen. Nee, aber dann kommt auf jeden Fall noch ein Teil 2 in naher Zukunft. Das könnt ihr auf jeden Fall mal runter in die Kommentare schreiben. Aber jetzt würde ich schon sagen, hier lang genug gequatscht, fangen wir jetzt direkt mal mit dem 5. Skin an. Und zwar ist das der Omega-Skin auf der Panzerungsstufe 5. Und jetzt denkt ihr euch so, wow, Omega-Skin ist doch der Stufe 100-Skin vom Season 4 Battle Pass. Warum ist der selten? Warum soll der selten sein? Das kann ich euch ganz, ganz einfach sagen. Und zwar ist der Omega-Skin an sich nicht selten, ne? Aber auf der Panzerungsstufe 5 wird er immer seltener, beziehungsweise ist er echt selten. Man kann halt diese Panzerungsstufe 5 nur freischalten, wenn man in der Season 4, ja, Level 80 vom normalen Level halt erreicht hat und das haben halt ziemlich viele nicht, weil das auch während der Schulzeit war, diese Season, und viele halt auch für die Schule lernen mussten und so und deswegen hatten viele keine Zeit, so lang zu spielen und das war die erste Season, wo es so verschiedene Stufen gab, sage ich mal, deswegen wusste man auch noch nicht so, dass man jetzt Level 80 erreichen musste, um das wirklich in der Season freizuschalten. Ich glaube, ihr versteht so, was ich meine. Also es ist echt selten, diesen Omega-Skin zu besitzen auf der Panzerungsstufe 5. So an sich ist der Omega-Skin, wie gesagt, nicht selten, aber auf der Panzerungsstufe 5 wird der immer seltener. Und das war jetzt auf jeden Fall der 5. Skin. Der 4. Skin heißt auf jeden Fall Galaxy-Skin. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Diesen konnte man bekommen, wenn man einen Samsung Note 9 besitzt oder einen Samsung Galaxy Tab S4. Wenn man sich dort Fortnite gedownloadet hat und eine Runde von Fortnite halt Battle Royale gespielt hat, dann hat man diesen Skin ja freigeschaltet bekommen und das ist ein Skin, den besitzen auch nicht viele. Ich persönlich besitze ihn zum Glück. Ich verlinke hier oben irgendwo ein Video, da habe ich euch gezeigt, wie ich ihn persönlich bekommen habe und das ist halt ein Video, ja, wo ich euch einfach gezeigt habe, so wie ich ihn speziell für mich bekommen habe. Schreibt mir gerne runter in die Kommentare, ob ihr diesen Galaxy-Skin besitzt oder nicht. Das würde mich mega interessieren, denn man sieht ihn schon ab und zu, aber jetzt auch nicht allzu oft. Ich finde, es hält sich so in Grenzen. Er ist jetzt nicht der allerseltenste Skin, aber er ist schon etwas seltener, denn es gibt ja so die, die nur so hier Samsung besitzen und die, die nur so Apple besitzen. Und die, die nur Apple besitzen, haben diesen Skin halt höchstwahrscheinlich nicht und das sind auch einige Leute. Und dementsprechend ist der halt so halb selten, sag ich mal. Das war jetzt auf jeden Fall der 4. Skin. Jetzt geht's auf jeden Fall schon mit dem 3. Skin weiter. Und das ist jetzt nicht der 3. Skin, sondern dieser 3. Platz besteht halt aus 2 Skins. Zum einen aus dem Renegade Raider Skin und dem hier diesem Assault Trooper Ariel. Leute, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall dem. Ich denke, ihr kennt ihn auch so vom Aussehen. Viele besitzen ihn nicht. Also ich habe noch keinen einzigen Spieler gesehen in der Lobby im Spiel, der wirklich diesen Skin getragen hat. Also diesen Assault Trooper. Dieser Skin kam nämlich zur gleichen Zeit mit dem Renegade Raider Skin in den Shop. Das war alles die Season 1, also falls ihr in der Season 2 gespielt habt, hattet ihr schon gar keine Chance mehr, diesen Skin hier zu kaufen, diese beiden Skins. Das sind wirklich nur Skins, die möglicherweise, ja, Season 1 Spieler gekauft haben, wobei auch viele Season 1 Spieler einfach gar keine Skins früher gekauft haben. Beispiel bin ich habe mir früher gar keinen einzigen Skin gekauft, mein seltenster ist der Schwarze Ritter, gefolgt vom Galaxy Skin, aber sonst habe ich keinen seltenen Skin so an sich, obwohl ich sofort ein paar Tage nach dem Release halt Fortnite gespielt habe, habe ich wirklich keine so seltenen Skins und ich denke, vielen von euch geht's auch so. Das ist halt so das Problem, man hat früher sich halt keinen einzigen Skin
Skin so gekauft und die sind jetzt halt krass selten geworden, diese Anfangsskins. Und so sieht es auch mit diesen beiden Skins aus, also mit dem Renegade Raider Skin und dem Assault Trooper Skin. Das sind beide super seltene Skins. Ich denke nicht, dass diese Skins in naher Zukunft wieder in den Shop kommen. Es kann natürlich sein, dass sie morgen oder übermorgen sofort wieder in den Shop kommen werden, aber ich bin mir sicher, dass diese beiden Skins schon noch in der Zukunft etwas seltener bleiben. Jetzt geht es aber schon mit dem zweiten Platz weiter. Viel Spaß! Auf den zweiten Platz habe ich einfach mal diesen Wildcard-Skin gepackt. Dieser ist ja ein Event-Skin, falls man es so sagen kann. Ich denke nicht, dass dieser nochmal in den Shop kommen wird. Man konnte ihn sich ja am 6.9.2018 für 2000 V-Bucks im Shop kaufen. Ich habe ihn mir nicht gekauft, weil ich jetzt nicht so überzeugt von diesem Skin war. Ich treffe ihn auch nicht oft in-game an. Also er ist schon etwas seltener, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem hat er, wie gesagt, 2000 V-Bucks gekostet und für viele war der halt zu teuer, ja, wie für mich halt so. Ich habe mir zu der Zeit auch schon viele Skins gekauft und da habe ich so gesagt, ja, ich verzichte jetzt mal auf den Skin und deswegen denke ich, dass der in der Zukunft echt selten wird. Weil es ist, wie gesagt, so ein Event-Skin. Man konnte den ja, also der war ja zu der Zeit von dem Code Gangster Event in dem Shop. Ich glaube, er hatte sogar so einen eigenen Spielmodus, aber da weiß ich gar nicht Bescheid, weil ich da im Urlaub war zu der Zeit. Also ich meine, glaube ich, der hat einen Spielmodus gehabt oder zu dieser Zeit gab es so einen ganz speziellen Spielmodus. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Schreibt mal gerne runter in die Kommentare, ob ihr das Ganze besser wisst. Also falls ihr euch da besser mit diesem Spielmodus und diesem Event auskennt, dann schreibt doch mal gerne eure Idee oder euer Wissen hier runter in die Kommentare. Das Kommentar, was ich halt am besten finde, werde ich auf jeden Fall liken. Mich würde es jetzt nochmal mega freuen, wenn du genau jetzt meinen Kanal nochmal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du nichts mehr rund um Fortnite-Skins verpasst, beziehungsweise Skin-Kombos. Ich bringe hier nämlich auf meinem Kanal hauptsächlich so Skin-Kombinationen-Videos und falls ihr diese in Zukunft nicht verpassen möchtet, dann lasst euch jetzt nochmal gerne ein Abo da, das würde mich mega supporten, aber jetzt geht schon mit dem ersten Platz weiter. Viel Spaß! Auf den ersten Platz habe ich einfach mal den Schwarzen Ritter gepackt. Dies ist ja ein Season 2 Battle Pass Skin. Ab der Stufe 70 konnte man den halt im Season 2 Battle Pass freischalten und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein mega seltener Skin jetzt schon. Und jetzt stellt euch mal so vor, Fortnite in einem halben Jahr, dann wird er wird ja von Tag zu Tag immer seltener und Fortnite hat ja gesagt, beziehungsweise Epic Games hat gesagt, dass die so Battle Pass Skins nicht mehr in den Shop packen werden, beziehungsweise ja einfach tun werden und deswegen kann man diesen Skin nie wieder freischalten. Anders schaut es aus mit Skins, wie zum Beispiel dem Renegade Raider, der schon mal in dem Shop war. Vielleicht kommt er wieder in den Shop, das weiß man natürlich nicht. Aber bei dem Schwarzen Ritter kann man echt sicher sein, dass dieser Skin wirklich der seltenste Skin, beziehungsweise mit der seltenste Skin in Fortnite, ja, werden wird. Ihr könnt euch jetzt echt freuen, falls ihr diesen Schwarzen Ritter besitzt, dann habt ihr einfach einen mega, mega seltenen Skin in eurem Spind. Also da könnt ihr euch dann echt freuen. Ich finde persönlich auch, er schaut mega, mega fresh aus, meiner Meinung nach. Also ist ein echt nicer Skin mit meinem Lieblingsskin in Fortnite. Aber jetzt würde ich schon sagen, war es das jetzt hier schon mit den 5 Skins. Falls ihr das zum Beispiel auch mit Pickaxen sehen möchtet oder mit Hängegleitern oder mit Emotes sogar, dann schreibt mir das doch gerne mal alles runter in die Kommentare. Hier, wie gesagt, lasst nochmal meinem Kanal ein Abo gerne da, falls du nichts mehr rund um Fortnite verpassen möchtest. Aber jetzt will ich schon sagen, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Haut rein und der Peace.